So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde BVZ GW2. Wir sind da natürlich wieder mal bei Revierübernahme, wie ihr unlängst sicher erkannt habt. Und da wieder mal mit dem Torwarts da unterwegs. Ich will die ja alle auf Maximum aufleveln. Deshalb wundert euch mal nicht, wenn ich da mit dem ein oder anderen Charakter schlechter spiele. Aber wie gesagt, statt immer nur die gleichen Charaktere zu spielen, nutze ich jetzt mal auch die, mit denen ich nicht so gut bin. Einfach um die zu leveln und Münzen zu kriegen, mit denen ich euch dann mal Back-Openings liefere. Oh, danke. Da hat mir mein Zombie den Arsch gerettet. Zack. Stachelkraut rein, scheiße. Momentan schaut es eh ziemlich gut aus. Wir sind da gut am Start. So, ich schicke mal wieder einen Pylonenwicht vor. Komm mal. Ja, wenn ich den treffen würde, wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Oh. Ja, noch ein Pylonenwicht drauf. Naja, wenn du schon nicht Ruhe gibst, dann vereise ich dich mal. Ja. Gut. Da hätte ich mir jetzt einen Kickwicht eigentlich sparen können. Aber ich habe mir jetzt nicht gedacht und nicht erträumen lassen, dass ich den da so leicht abknall. Achtung, da kommt noch ein Zitrus. Ich friere euch den mal ein, wenn ich ihn treffen würde. Auch heißt es. Wo ist er denn? Da. Ich mag die Zitrus nicht. Ah! Jetzt nenne ich mal einen Glückstreffer. Ey, Wicht, klappt mich auf und trägt mich rauf. Ich hab da keinen Bock, so weit zu Fuß zu gehen. Also 4 Minuten 20 haben wir noch vor uns. Ich denke mal, es müsste sich leicht ausgehen. Also wenn wir in der Eroberung so schnell sind wie beim ersten Teil. Da habe ich wieder meinen Freund Citrus. Natürlich rollt er wieder mal weiter, gleich wie vorhin. Ha, jetzt bist du eingefroren. So, ich beschwöre schnell noch einen Zombie. Allzu viel von denen hab. Hä? Ich dachte, den habe ich gekillt. Okay, ich habe da leichte Tonaussetzer wieder mal. Verstehe ich eigentlich nicht, wieso ich die habe. Die anderen haben die eigentlich selten bis gar nie. Ja. Es ist mal so und ich kann es nicht ändern. Dafür habe ich heute wieder mal ein Bing unter 50. Was für GW2 eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ha! Der Citron hat mich weggekickt, sonst hätte mich der Schnapper da gefuttert. Komm! Hey, Citron! Mappazuck! Yay. Du freust dich als Citron. Also ich weiß nicht, Citron war nie so richtig mein Lieblingscharakter. Ich weiß, dass viele von euch den feiern. Ich gar nicht. Wupp. Da kommt noch eine Erbse. Ja, Kickwick. Und tschüss. Eisen-Zitron. Nee, der Schnapper. Ich habe mir jetzt eher gedacht, dass mich der Eisen-Zitron kriegt, statt der Schnapper, aber egal. Puh, tralalalalala. Dann schauen wir mal. 2 Minuten haben wir noch vor uns.
Der will mal rein. Bleib mal da! Natürlich bleibt der nicht da stehen. Ich weiß nicht. Ich habe so eine Abneigung, egal jetzt ob Eisenzitron oder nicht, weil viele mögen ja den Eisenzitron total. Mein Fall ist es mal eindeutig nicht. Sandyline klingt nach Baron, Baujahr 79. Bestes Alter. Dann ist sie sogar 2 Jahre älter als ich. Hey, dann spiel doch GW1, ist doch viel geiler als wie GW2. Naja, verreist habe ich sie noch. Dass da der Schnapper plötzlich auftaucht, ja. Damit konnte ich irgendwie nicht rechnen. Überhaupt, weil, ich weiß ja nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr das Problem auch seit dem großen Update in, wann war es, August oder September, dass ich da, ich höre die Schnapper nicht mehr. Also von 10 Schnapper, die da angekrochen kommen, höre ich vielleicht 8 nicht und 2 schon. Also, wenn ihr euch wundert, wieso ich da hinschau, ganz einfach, ich habe gerade Kommentaren geantwortet, da ich ja heute Sonntag, die euch die Folge am Aufnehmen bin, Fortnite ist ja schon rauf, GW1 wird auch gerade hochgeladen und ja, sag immer, ich antworte auf die Kommentare so bald als möglich. Momentan ist es direkt so, dass ich direkt jetzt bei der Aufnahme den Dani gerade geantwortet habe in den Kommentaren. Einfach weil ich es irgendwie gerecht finde, wenn ich da so bald wie möglich antworte. Und zwar schaue ich da mal weg, kurz aufs Handy, tippe da schnell eine Antwort ein. Aber dafür kriegt ihr halt bald mal eine Antwort und braucht nicht so lang warten. Da ich ja mehrere Folgen heute hochladen will, einfach damit ihr da einen schönen Zeitvertreib habt. Ja. Antworte ich halt direkt während der Aufnahme. Ja, Benita, freu dich nur, Benita. 2-2 steht's zwischen uns. Da kann ich die Benita noch ein paar Mal abknallen. Hör doch auf und verschwend nicht die Muni. Weil danach, wenn du die brauchst, dann hast du das übliche Problem, wie ich, bist am Nachladen, wenn du im Zweikampf bist. Wo ist denn der Schnapper hin? Habe ich den gekriegt? Bin mir nicht sicher. Aha, da hinten habe ich meinen Freund, den Eisenzitron. Wissen der andere blöde Zitron hin? Die Benita da. Pam! Dann nehme ich ja die Kakteen. Jetzt ist der Eisenzitron auch da am Start. Ja, beruhigt euch da! Jetzt kommen die noch mit den Drohnen. Eine Kakteen habe ich. Purple Forest. Purple. So, 4 Minuten 54. Übrigens, wie ich euch gestern angekündigt habe, werde ich da Copyright-Probleme haben. Ja, habe ich wirklich gekriegt. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wenn ihr die Folge gestern vom Livestream schaut mit Marshmallow, die haben Urheberrechtseinsprüche geltend gemacht und wenn ihr die Folge schaut, kommt Werbung wahrscheinlich. Also der Livestream da von Marshmallow. Die Werbung kommt nicht von mir, also ich krieg da gar nichts. Die haben mir nur genehmigt, das Video oben zu lassen, wenn die da Werbung schalten können und drauf verdienen. Ansonsten müsste ich das Video löschen.
Da habe ich mir gedacht, gut, da ich ja nur auf dem Video da Werbung krieg von der Plattenfirma von Marshmallow, lasse ich es mal online. Ich habe sowieso nicht viele Aufrufe gehabt, so circa 30 Aufrufe. Also verdienen die an mir mal nicht so viel und nebenbei, ja, habt ihr was. Weil viele habe ich ja mitgekriegt, haben das Live-Event nicht mal mitverfolgt. Lass es mal oben und dann könnt ihr es euch gern mal anschauen. So, hab dich. Okay, 63 HP ist jetzt nicht gerade berauschend, aber immerhin Zone einzunehmen reicht's noch. Gut, haben wir mal einen Schnapperhen. Hallo, Schnapperhen. Da kam ich dir zuvor. Okay. Bin eingeeist. Bin ein cooler Allstar. Da oben ist er. Ruhe. Hardrocks. Haarwuchs, ja, genau. Wie komme ich jetzt von Hardrocks auf Haarwuchs? Achso, ich dachte gerade, was ist denn das? Also durch das Headset höre ich da die ganzen Töne irgendwie gedämpft. Ja, wieder mal Rettungshubschrauber. Ich habe mitgekriegt, dass sie heute mal die Autobahn wieder geöffnet haben. Die war ja komplett gesperrt wegen der Schneefälle in den letzten Tagen. So, das ist mein Freund, der Haarwuchs. Ich habe da irgendwie nur mitgekriegt, von wo aus einer geschossen hat, aber nicht, dass der da oben war. Also den Nebel, den finde ich richtig bescheuert. Ich konnte jetzt mal zweimal deckeln. Ihr habt ja mitgekriegt, vom Sound bin ich schon losgedeckelt und plötzlich war ich wieder hinten. Dann konnte ich nochmal deckeln. Naja. Sag immer, GW2 mit Lex. Auf jeden Fall schaffen wir es leicht, die Zone einzunehmen. Und indem ich es ankündige, ratzfatz, haben wir es schon eingenommen. So, dann drehen wir mal schnell die Spiegel um und entfrosten mal unseren Boss, den Yeti. Ja, Feuerkette, ruhig. So, mal schnell die ganzen Kartoffelminen zerstören, auch die Nuggets. Also die Nuggets werden die kleinen, bevor da irgendeiner reintretet und ja. So, Erbsnagent, sorry. So, ersten Spiegel schon mal gedreht. Nee, ich hab die Erbsen, ja, die Erbsen, die Rosi gar nicht mal erkannt. Also so ganz im Blau, auf dem blauen Hintergrund vom Eis da. Die ist im letzten Moment überhaupt erkannt. Die dachte sich auch, was macht denn der?
Okay, mein Spiegel hat die Rosi da wieder mal definitiv umgedreht. Was machen wir da? Eine Siesta. Ja, Schnapperchen, so leicht mache ich es dir dann auch nicht. Komm! Und weg ist er. Komm mal da raus. Feuer auf sie rein. Zack, Spiegel wieder mal schnell umgedreht. Also der Erbsenagent wird sich da auch langsam denken, dass ich was gegen ihn habe. Komm! Ist nicht da vorbei, da. Habt ihr es schon wieder gewagt, den Spiegel da umzudrehen? So, Spiegel schon wieder gedreht. Die Hälfte hätten wir mal sogar etwas mehr als wie die Hälfte. Kickwicht. Bam! Nee, Schnapper. Hab dich. Und Gesundheitsupgrade. Okay, danke, dass du mich da wiederbelebst. Bräuchtest du eigentlich nicht. Aber Respekt halber. Mach ich da mal keinen. Zacken weg. Schon wieder der Schnapper. Schnapper, ja. So, komm, respawn. So, Hände hoch. Zitron. Was macht eine Zitron? Die will eine Kugel schieben. Schon wieder der Schnapper. Ah, das ist mein Freund da. Haarwuchs. Ja, da freut er sich, der Jedi. Yeah, Dance. Der war gestern auch beim Live-Event in Fortnite. Die Farbe von dem Marshmallow hat er, ja. Zwar ist es ein balziges Marshmallow-Line, aber egal. Zombie-Sieg. Tada! Ja! Ja! Juhu, er freut sich da. Naja, 39 Kills habe ich, das geht dann schon. Snakva hat 44, Lost Quest hat 25, Orestar hat 27, MH hat 16, Steffi Cake hat 6, USK 12, Die Sniper hat 6, Beast Shooter hat 4, Bulks hat 3, Hungry 23, Herdux hat 24, Gurksu hat 16, Revenga hat 11 und tja, das war's dann mal. So Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr Zeit habt, schaut einen Livestream vorbei und natürlich schaut auch die anderen Folgen rauf. Ich habe ja heute schon mal eine Folge rauf von Fortnite Shop, da kriegt ihr ein gratis Item. Dann GW1 habe ich eine Folge rauf, jetzt GW2 und weiters kommen heute, ja, denke ich mal, noch ein paar Folgen und natürlich ein Livestream am Abend wieder mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!